der Tat haben sogar ein paar Touristen eine umweltfreundlichere Verbindung zum Lido und den Shops in der Altstadt vorgeschlagen. Erfüllen wir doch ihren Wunsch. Ja, gleich. Da kommen wir später zu. Erstmal hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Community. Wie ihr seht, habe ich mich entschieden, mit dem Bus-Simulator 21 weiterzumachen. Ja, ich weiß, der trägt jetzt im Untertitel Next Stop, aber wir sind noch immer in Seaside unterwegs und wir haben immer noch die Shopping-Tour unterwegs. Wie ja auch im letzten Video angekündigt, ich werde ganz regulär hier diese Mission erstmal weitermachen und dann mal schauen. So. Jetzt werde ich aber hingehen und erstmal mir einen Dealership suchen. Ja, ja, nerv mich nicht mit deinem Sonnenstein-Hauptplatz. Erstmal Dealership aufsuchen, weil ich habe ja in der letzten Folge euch auch noch was gesagt, ne? Wo haben wir denn einen? Hier ist da einer. Bus und Dealership. Ja, da. Schnellreise. Weil ich habe doch in der letzten Folge euch gesagt, dass ich doch auch dieses Iveco Buspack habe, aber ich meine, ich hätte euch das Iveco Buspack noch nie gezeigt. Deswegen schaue ich jetzt mal danach. Genau, hier sind sie doch. Der Urban Way, der war nämlich schon vorher drin. Aber hier den Crossway LE habe ich euch noch nie gezeigt. Den E-Way habe ich euch noch nie gezeigt. Und auch diesen Quielis 18 habe ich euch noch nie gezeigt. Also sind noch drei Busse, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Ich würde sagen, dann fangen wir mal mit dem Crossway einfach an. Testfahrt brauchen wir nicht. Kann ich einen Dreck kaufen? Ne, wie ging denn das nochmal? Wir müssen auf Testfahrt drücken, ne, damit wir ihn dann kaufen können. Hier, das ist der Crossway. Ja, das können wir ja gleich mal machen, wenn es regnet. Hier Scheibenwischer aktivieren, so. Wie war das? Einfach zum Ausgang fahren und dann kann man ihn kaufen. Irgendwie so war das doch, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, komm, ich sage ja, Kohle haben wir mehr wie genug. Also komm, 270.000 ist doch. Zahlen wir aus der Kaffeekasse, so. Jetzt würde ich natürlich sagen, dass wir noch hier ins Depot gehen. Jetzt muss ich nur gucken. Irgendwie konnte ich das so jetzt wechseln. Ah, hier, Ivecos. So, dann nehmen wir hier den Crossway, den neuen. Den möchte ich nämlich jetzt ganz gerne haben. Natürlich tun wir den jetzt ganz kurz auch anpassen. Gut, Nummernschild ist mir theoretisch egal. Ja, komm, einfach. Dings, aber was, wie war denn das jetzt nochmal aussehen? Sind die Hauptfarben? Genau, die Vollverklebung. Da gibt's ja auch ganz, ganz viele neue und so, ich weiß. Also hier gibt's relativ viele neue dazugekommen sind. Alle hatte ich auch nicht. Weil neuerdings kannst du ja auch mit Sachsen-Let's Player fahren. Und so weiter und so weiter. Also ich finde das cool, dass man die ganzen anderen Let's Player jetzt auch hier drin hat. Hier Pete's Meat Bus und so. Also das finde ich nice, dass sie das gemacht haben, dass sie die Größeren auch reingemacht haben. Hier GameTech, also das finde ich auf jeden Fall nice. Da, also das kann man sich nicht beschweren. Also Lackierung gibt es mittlerweile echt mehr wie genug. Also da habe ich euch definitiv noch nicht alle gezeigt. Ach cool, die Weihnachtslackierung hatte ich euch damals ja auch nicht gezeigt. Osterlackierung und so weiter. Ich weiß gar nicht, was ich drauf hatte und was nicht. Hier die Halloween-Lackierung, die würde dort zu dem Bus zum Beispiel passen. Ist zwar noch ein bisschen hin, aber das geht. Ich gehe jetzt auch nicht alle durch. Das Schöne ist, dank Trick 17 habe ich euch ja auch mehrfach gezeigt, ihr könnt sogar die Gesperrten auf die Busse drauf machen. Also habe ich euch ja auch schon in bestimmten Folgen mal gezeigt, in bestimmten Streams. Also in dem Sinne könnt ihr alle Lackierungen drauf machen. Ich müsste mal ausprobieren, ob es immer noch geht. Aber ich will jetzt auch keine Stunden lang brauchen, auch wenn bis Halloween noch ein bisschen hin ist. Ich finde, die sieht ganz cool aus, die nehme ich jetzt einfach. Aufkleber brauche ich nicht.
Innenausstattung. Muss ich wieder gucken, was mache ich, möchte ich innen drauf haben. Das Problem ist, war gar nicht so einfach, ne? Ach so, das sind die allgemein die Iveco Dinger, Iveco DLC 1, DLC 2, DLC 3. Ja, gut, das wären die offiziellen Iveco. Ja, ich könnte ja auch eigentlich, das passt doch hierzu, das mit den Sitzen so, dann oder ganz schwarz. Wisst ihr was? Wobei, das Bunte mag ich auch immer. Das sieht auch immer sehr gut dazu aus. Aber ich würde sagen, nicht zu lange schnacken. Wir nehmen jetzt einfach die schwarzen Sitze. Ja, gut, die Werbung können wir natürlich noch draufpacken, aber... Das war im Bus-Simulator 18, hat das auch wirklich Geld gebracht. Ob das hier... Ja, es gibt ein bisschen was. Es gibt Einnahmen, ja, dann gibt es 1000 mehr. Aber wie gesagt, Geld haben wir eigentlich mehr wie genug. Und irgendwie, finde ich, tun diese Werbung, diese Vollverklebung immer kaputt machen. Will ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach. Für dieses Fahrzeug übernehmen, nur auf dieses Fahrzeug anwenden. Ach so, Nummernschildänderung nur auf dieses Fahrzeug. Nur für dieses Fahrzeug, ja, annehmen. Für alle Fahrzeuge dieses Typs übernehmen, nur auf dieses Fahrzeug übernehmen. Ja, komm, nur auf dieses Fahrzeug übernehmen, ist doch richtig. So. Jetzt muss ich wieder gucken, wie was funktioniert. Auf jeden Fall hier, so sieht, sieht das gute Stück aus. Ich zeige euch den Iveco Crossway LE jetzt auch mal von innen kurz, weil wie gesagt, den Bus, den kennt ihr ja noch gar nicht bei mir auf dem Kanal. Ich glaube, Roman, also Punisher 12 Gaming, hatte das mal probiert, das Iveco Buspack euch zu zeigen, aber dann ist ihm das Spiel, glaube ich, wie CE-Fehler abgeschmiert, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Deswegen... Auch wenn es das Paket natürlich schon lange, lange gibt, aber da ich es auch besitze, muss ich euch das ja nicht vorenthalten. Da kann ich euch das ja auch einfach mal zeigen. So, jetzt muss ich wieder gucken. Das, ach, R3 war Hupe, dann ist L3 die Außenkamera, ne? So sieht das gute Stück dann von außen aus. Also ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Also der Iveco Crossway hier, der ist gar nicht mal... schlecht. Also der ist auf jeden Fall schöner als der Urban Way. Also schöner als der Bus, der schon hier in dem Spiel drin war. Also der Iveco hier gefällt mir richtig gut. Was ich von den anderen beiden, die wir eben im Shop gesehen haben, halten soll, weiß ich noch nicht. Aber der hier, der gefällt mir richtig gut. Und wisst ihr, was ich jetzt noch, wisst ihr, was ich jetzt mache? Da wir genug Geld haben, lasse ich den jetzt hier einfach kurz stehen. Und wenn das heute die kleine Zeigerunde ist, ist mir das auch egal. Wie war das jetzt? Lange drücken, genau, lange drücken. So. So, dann lassen wir es einfach hier kurz stehen. Ja, der ist ja noch auf keiner Route, ist ja nicht schlimm. Weil ich würde jetzt einfach sagen, auch wenn das nur eine kurze Vorstellung ist, ich würde jetzt einfach sagen, wir kaufen uns noch hier den E-Way auch und den Querlis. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erst den E-Way. Machen wir die jetzt einfach fertig und dann kann ich in dieser Folge und auch in den nächsten Folgen eventuell damit noch ein bisschen fahren. Dann fahren wir ja, weil der jetzt zum Beispiel, ich finde den nicht schön. Das sehe ich jetzt schon, wo ich ihn hier stehen habe. Ich finde den nicht schön, sorry. Also den finde ich zum Beispiel nicht schön. Den, wie hieß er jetzt? Den E-Way. Also den E-Way finde ich persönlich nicht schön. Aber gut, es ist ja auch immer ein bisschen Geschmackssache, ne? Ja, es regnet immer noch, also sollen wir noch den Scheibenwischer wieder aktivieren. Ja, der fährt jetzt unseren Bus da, den anderen zum Depot. Ja, komm, 93.000. Wir haben's ja, was soll der Geiz? So. Jetzt gehört der auch unsere Flotte. Aber schön ist der nicht. Muss halt mal gucken, was ich damit mache.
So, jetzt machen wir das gleiche wieder. Jetzt gehen wir damit auch kurz in die Werkstatt. Ja, so geht's am schnellsten. Genau, der Crossway AE, den wir uns gerade eben gekauft haben. Also den finde ich gut, der hier steht. Also der Crossway, der sieht richtig gut aus. Also der gefällt mir. Aber den, den ich jetzt wieder nehme, im Moment Fahrzeug nicht kaufen, ändern, wechseln, Dreieck. So, jetzt gehen wir wieder kurz auf den Iveco. Der ist schön, der Crossway. Wie gesagt, der E-Way gefällt mir nicht, aber kurz anpassen werde ich ihn trotzdem. Was machen wir denn? Innenausstattung. Komm, der kriegt die blaue Innenausstattung von Iveco DLC 1. Der kriegt die normale drauf. So. Und das Vollverklebung. Sollten wir dann vielleicht auch irgendwas Blaues draufpacken? Ja, sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Machen wir einfach mal auf die Schnelle das hier. Wer auch immer der Tobi mit 2i ist, also Tobi mit 2i, keine Ahnung, für wen ich hier jetzt Werbung drauf mache. Wenn das auch ein Let's Player ist, dann tut's mir leid, den kenne ich nicht. Aber mit der blauen Innenausstattung, das passt eigentlich soweit. Ich will, wie gesagt, auch gar nicht so lange hier rumschnacken. Den Rest lassen wir so annehmen. So, jetzt wieder auf Fahren drücken. So, jetzt mache ich hier einfach das Gleiche, indem ich den auch mal kurz von innen zeige. Hier mit dem blauen Standard-DLC-Lackierung, also Interieur, das gefällt mir eigentlich ganz gut bei dem Bus, muss ich sagen. Also die blauen Sitze hierzu, das passt. Gut, ich könnte ja jetzt auch mal, das habe ich jetzt zwar bei dem anderen Bus nicht gemacht, aber ich könnte jetzt auch mal anstelle mit der Kamera rumgehen, auch mal kurz zu Fuß um den Bus rumgehen. Ja, mit der Lackierung sieht der gar nicht mal mehr so hässlich aus, aber trotzdem gefällt mir der andere, der Standardbus, der andere Iveco, der Crossway gefällt mir bisher besser. Also ich persönlich finde, der hat hier so eine komische Front, aber wie gesagt, das ist ja auch alles Geschmackssache. Und ich würde jetzt sagen, komm, dann haben wir sie alle schon mal gekauft. Ich würde jetzt sagen, ja, auch wenn der auch freigegeben wird, wir müssen sie ja noch nicht der Route zufügen. Das kann ich immer noch machen, um wieder Geld zu verdienen. Aber wie gesagt, Geld haben wir in dem Spiel mehr wie genug. Also, so, und welcher gehört noch zu dem Pack? Der hier, der Quielis. Keine Ahnung, wie der heißt. Der hat auch vorne wieder die hässliche Front. Ich glaube, der Quielis ist eigentlich der E-Way, nur in groß. Sieht zumindest fast so ein bisschen so aus. Sind halt wieder alles E-Busse, ne? Und ich bin ja eh nicht so der Verfechter für E. Ich glaube, das E-Busco-Pack, was im Season Pass drin ist, ist ja, glaube ich, auch wieder ein E-Bus-Pack. Also momentan machen die sehr viele E-Busse. Da finde ich, ganz ehrlich, die sollten vielleicht mal wieder ein paar andere Busse reinmachen. Aber da bin ich ja gespannt. Am meisten freue ich mich auf die Schulbusse, bin ja ehrlich. Wie gesagt, sollte das Spiel weiter fehlerfrei laufen, ohne CE-Fehler, dann bin ich auch bereit, mir den Season Pass für die PS5 Edition zu kaufen. Weil sobald ich hier mein Platin endlich habe in der PS4-Version, würde ich dann die Videos auch mit der PS5-Version machen. Dann ist halt die Frage, wahrscheinlich gehe ich dann hin und würde dann dementsprechend die ersten 10 Missionen vielleicht privat spielen, weil das habt ihr schon gesehen, um dann entweder die neuen Missionen zu machen, wobei tendenziell, ich ja der Meinung bin, anstelle die neuen Missionen euch zu zeigen, eher hinzugehen in die neue Karriere zu machen, wo wir ja von Anfang an alle Busse haben, aber mit dem Geld halt wirtschaften müssen und dann von Anfang an überall fahren können. Wie gesagt, so ähnlich wie im Fernbus-Simulator, wo man da ja dann auch von Anfang an sich planen kann, wo man anfängt und dann Stück für Stück die Routen machen. Weil dann kann ich mir die Abwechslung so gestalten, wie ich das möchte. Dann erstelle ich eine Route, fahre die im Video. Und im nächsten Video kann ich schon wieder eine neue Route erstellen. Und. Also, ich denke mal, dass das dann die bessere Methode ist. Aber nichtsdestotrotz, wie ich ja in dem letzten Video gesagt habe, letzte Woche oder vorletzte Woche, ich glaube, das ist mittlerweile auch schon wieder 2 Wochen her, wie ich da gesagt habe,
möchte erst hier die Version fertig spielen, dass ich hier mein Platin endlich habe. Ich glaube, das ist auch verständlich, dass ich erst meine Hauptmission hier fertig spielen möchte. Ich dachte mir nur jetzt so zwischendurch, zeige ich euch einfach mal die neuen Pakete. So, eigentlich müsste ich euch ja die Busse so zeigen, wie sie standardmäßig sind, ne? Aber, naja. Habe ich es bei anderen beiden wieder nicht gemacht, aber ihr kennt das ja. Der Maulwurf ist verpeilt wie eh und je. Von innen gefällt der mir hier richtig gut hier, der etwas längere, muss ich sagen. Also von innen sieht der richtig gut aus. Doch, der gefällt mir von innen. Aber von außen, ja, ich weiß nicht. Ja, der hat auch so eine Riesenfront, so eine riesen Panoramafront irgendwie. Die Lichter vorne sind ja nicht schlecht, aber diese Riesenscheibe gefällt mir irgendwie nicht. Und was mir an diesem E-Bus hier, an den Ivecos am hässlichsten ist, also was ich am hässlichsten finde, sind hier diese Felgentypen hier. Aber gut, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Von hinten sieht der schon wieder nice aus, so wie der andere Iveco, der hier im Spiel drin war, wie der Urban Way, so ähnlich. Aber ja, keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Was wir jetzt auf jeden Fall trotzdem machen. Natürlich wieder genau falsch rumgeklickt. Wir geben ihm auch zumindest eine Lackierung drauf hier. Anpassen. Ja, wie gesagt, da will ich nicht Werbung. Da will ich mich jetzt gar nicht zu lange mit aufhalten. Deswegen schauen wir mal. Die sieht auch irgendwie nice aus, aber ich glaube, die habe ich sogar schon auf irgendeinem Bus. Ja, ich gehe jetzt nochmal auf die Schnelle, die alle schnell durch. Weil ich suche ja eigentlich eine bestimmte. Die Halloween-Dinger, die sehen richtig cool aus, finde ich. Also ich muss sagen, von den Speziallackierungen gefallen mir die Halloween-Dinger am besten. Im Gegensatz zu Ostern und Weihnachten, was damals reingekommen ist. Die Halloween-Dinger, die gefallen mir echt am allerbesten. Auf jeden Fall, dadurch, dass die Halloween, die Oster- und die Weihnachtsdinger damals alle kostenlos reingekommen sind, kann man ja auch sich nicht beschweren. Also, das ist auch richtig gut. Ja gut, die war schon immer da. Wenn ich die jetzt nicht finde, die ich suche, ist auch nicht schlimm. Eigentlich suche ich eine bestimmte. Die sieht auch irgendwie cool aus, nur leider ist das mit der Krone genau da, wo der Knick ist bei dem Bus, deswegen passt es zu dem Bus nicht. Aber ansonsten auch nicht schlecht. Ach, der Lootboy ist auch dabei. Ja, das war ja diese Last Man Standing Geschichte, glaube ich. Okay. Aber die Lackierung, die ich jetzt eigentlich gesucht habe, die ist nicht dabei. Oder ich habe sie jetzt übersehen. Wisst ihr was? Dann nehmen wir einfach den Lootboy hier drauf. Ist egal. Eigentlich habe ich eine andere gesucht, aber wie gesagt, ich will mich hier auch nicht zu lange dran aufhalten. Machen wir dann bei dem, wenn wir auch blaue Lackierung genommen haben, müsste ich eigentlich auch wieder blaue Sachen nehmen oder packen wir was anderes drauf, das Lila sieht auch gut aus. Ja, hier nehmen wir doch einfach das hier, ist doch egal. Da ist zwar ein Weihnachtsmann, glaube ich, drauf, aber nehmen wir einfach das, ist doch egal. Annehmen. Fahren. Ich hab da wirklich Weihnachtsmänner drauf gemacht, ne? Ja. Aber egal, das passt zu dem Bus, das gefällt mir so ganz gut. Ja, dann würde ich jetzt einfach sagen,
Dann würde ich jetzt einfach sagen, wir machen jetzt einfach mal. Ja, was machen wir denn jetzt einfach mal? Ja, einerseits möchte ich ganz gerne die Hauptstorys hier weitermachen, dass wir da auch vorankommen und die Sachen leveln. Und andererseits habe ich ja zu euch gesagt, dass es auch sein kann, dass ich durchaus mal eine andere Route fahre. Einfach damit wir die Abwechslung haben, dass wir nicht immer auf den gleichen Routen sind und dass ich das nebenbei mache. Also, ich glaube, ihr habt das gut aufgefasst, weil, ja gut, leider hat nur einer unter dem letzten Video geschrieben. Das war wieder unser guter Tobi, der hat geschrieben, mach so, wie du gesagt hast. Also, dass ich ruhig zwischendurch mal eine andere Route fahre, nicht immer, dass ich ständig das Gleiche zeige, dass ich trotzdem die Abwechslung beibehalte, dass wir quasi die Touren da nebenbei machen. Jetzt überlege ich gerade, weil ich jetzt Dings genommen habe hier, einfach die neuen Busse. Jetzt überlege ich einfach, soll ich oder soll ich nicht? Ja, komm, ich mache es einfach. Ich nehme jetzt einfach die Route 24. Ich gehe auch auf jetzt fahren. Ich muss nur gucken, wie ging denn das jetzt? Ich würde jetzt sagen, wir sitzen ja gerade in dem Krielis drin. Ich nehme jetzt diesen Krielis einfach. So, wie war das jetzt? Genau, Sonnenstein, Hauptplatz, fängt das dann bei 1 an. Und jetzt muss ich halt gucken. Mit dem Zoom, wie war denn das? Wo ist denn jetzt die erste Haltestelle? Das sind die alle. Ja, das ist nämlich immer diese Sache. Aber da kam ich doch, kam ich da nicht auch hin? Konnte ich da nicht auch mit einer Schnellreise hin? Moment, Route 24. Jetzt fahren. Ja, das ist schon richtig. Ich möchte ganz gerne dahin. Aber Sonnenstein Hauptplatz. Wobei, das muss ja die da oben sein eigentlich, ne? Sonnenstein. Ja, Hauptplatz. da. Sonnenstein Sonnenstein. Hauptplatz. Machen wir eine Schnellreise hin. Jetzt muss ich nur gucken. Ah, okay. Durch die Schnellreise ist das jetzt wieder weg. Jetzt ist die Frage. Jetzt ist wieder die Frage, wie, in welche Richtung ich da muss. Ich würde sagen, ich habe euch ja gesagt, kann sein, wenn wir die Routen mal nicht ganz beenden, dann ist es nicht schlimm. Dann gehe ich einfach entweder ins nächste Video über oder tue die Resttour halt alleine beenden und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Aber wenn ich jetzt schon die neuen Busse geholt habe, dann will ich euch die natürlich auch zeigen. So, jetzt schnappen wir uns aber den. Jetzt muss ich nur gucken. Ich den natürlich genau falsch rum, ne? Ich hätte natürlich wirklich andersrum gemusst. Glaube ich. Er sagt nicht. Ja, doch, ich habe jetzt über 10 Minuten Zeit, um da hinzukommen. Ja, ich hasse das. Genau das, sowas hasse ich. Über 10 Minuten Zeit, um an Sonnenstein Hauptplatz hinzukommen. Ja, jetzt bin ich hier irgendwo an die Wand gedonnert. Geht ja gut los mit so einem Bus. Das Lustige ist, ich bin gar nicht wo vorgefahren. Leute, wo bin ich denn hier vorgefahren? Da ist nichts an der Seite. Ich stehe noch nicht mal annähernd an der Bordsteinkante. Wenn ich jetzt Gas gebe, funktioniert das nicht. Jetzt geht's wieder. Also, aber ich bin nicht mal annähernd wo vorgefahren. Also, ja, verstehe ich manchmal nicht. Aber egal. Ja, ich weiß, Hindernis gefahren. Ich sehe zwar hier kein Hindernis, weil ich eigentlich nur über den Gehweg fahren wollte und mich drehen wollte, aber ja, komm. Jetzt den Bus schon zu stark gebogen, also ihr seht schon, es geht wieder gut los. Also ich würde mal sagen, die Iveco-Busse sind verbuggt, zumindest ist der große hier. Ja, wie drehe ich denn jetzt? Ich wollte eigentlich wieder auf der Strecke drehen, damit wir in die andere Richtung fahren können. Na, ich versuche da an der Kreuzung mal zu drehen. Sowas hasse ich halt. Aber gut, Geld haben wir mehr oder weniger genug. Also von daher ist mir das ehrlich gesagt scheißegal, ob wir hier Minuspunkte einfahren oder nicht. Das habe ich euch ja beim letzten Mal schon gesagt.
Ja, aufpassen, dass ich nicht zu weit biege. So Leute, ich will hier ganz gerne wieder raus. Jetzt hoffe ich, dass der hier nicht rein will, weil ich will hier raus. Natürlich will der hier abbiegen und der will auch da reinbiegen, natürlich. Interessiert mich jetzt nicht, dass ich die KI da weggeschoben habe, aber irgendwie muss ich das ja machen. Ach, das war wieder die Hupe. Ja, so ganz an die Steuerung gewöhnt habe ich mich noch nicht wieder. So. So, und wie ging das jetzt nochmal? Ich glaube, ich muss die Tour jetzt einfach nochmal neu starten, oder? Wie war das immer? Einfach hingehen, Route wählen, das macht doch meistens Sinn. Die 24er wollte ich jetzt ganz gerne fahren. Dann mit unserem Crealis, den fahren wir ja gerade. Und jetzt müsste es doch passen, oder? Genau, 21 Sekunden, jetzt sollte es passen. So, jetzt kann ich die gleich hochzwiebeln auf Haltestelle Stufe 5, sehr gut. Für was auch immer ich da eben wieder die ganzen Minuspunkte bekommen habe. Ich weiß es nicht. Komm, Tempomat ist drin, das ist okay. Das heißt, eigentlich kann ich Vollgas geben, weil der Tempomat sollte regeln. Das Lenkrad ist schön von dem Iveco, schön groß. Gut, jetzt natürlich direkt mit dem längsten Bus aus dem Iveco-Paket zu fahren. Gerade hier bei diesen Bergstraßen war jetzt vielleicht auch nicht die klügste Idee, die euer Maulwurf hatte, aber naja. Wie gesagt, auf Schaden und sowas achte ich momentan nicht. Erstens muss ich in das Spiel wieder reinkommen, das habe ich schon in der letzten Folge gesagt. Hoppala. Und zweitens geht es mir eigentlich nur darum, die Mission nebenbei mitzumachen. Wenn ich dann die neue Karriere anfange mit der PS5-Version, dann schreibe ich das natürlich auch dementsprechend in den Titel rein, von wegen neue Karriere und so weiter. Dann schreibe ich das in den Titel rein und ab da, wenn ich dann wirklich sage, ich mache es mit dem Spiel ein Neubeginn sozusagen, wenn ich das dann mache, ja, dann hoffe ich, dass ich bis dahin auch wieder reingekommen bin in das Spiel und dann werde ich auch dementsprechend wieder versuchen, vernünftig zu fahren, sagen wir es mal so. So. Kann ich auch auf 5 hochbauen, sehr schön. Fährt dieser Bus nach Zopp? Nein. Stimmt, das gibt ja auch Pluspunkte. Jetzt gibt es ja noch die Anfragen. Frage zur Route. Fährt dieser Bus nach Zopp? Stimmt, das ist ja jetzt auch neu.
Eine Frage an euch, kann man das auch ausstellen, dass die Leute fragen, wo sie hinwollen? Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage an euch, kann man das ausstellen? Wenn ja, würde ich das ganz gerne in den Optionen ausstellen. Gut, ich kann natürlich auch selber mir nochmal die Hände schmutzig machen und nochmal ins Menü gehen und im Hauptmenü gucken, wo man es ausstellen kann, ob man es ausstellen kann, aber an die Zuschauer unter euch, die das Spiel schon mal länger spielen, die auch die ganzen Next-Stop-Neuerungen jetzt dabei haben, kann man das ausstellen? Ja, generell sollte man als Busfahrer wissen, wo man hinfährt und wo nicht. Also wenn ich eine Route habe, aber ich weiß doch jetzt nicht mehr, wenn ich irgendeine Route da random auswähle, welche Route ich über welche Haltestelle erstellt habe. Das weiß ich doch persönlich jetzt nicht mehr. Da weiß ich doch nicht, ist die und die Haltestelle dabei oder nicht. Also entweder antworten wir da auch mal falsch oder ich drücke einfach auf Ignorieren, aber Ignorieren gibt garantiert auch Minuspunkte oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gut, ich hätte es auch so machen können, wie Roman gesagt. Ah, jetzt muss ich hier wieder gucken. Ist immer doof, wenn man an der Haltestelle selber steht, dann hakt das immer. Ja, das mit dem Sonnenweg, der geht mir auch um. So, darf ich es ausbauen oder darf ich es nicht ausbauen, liebes Spiel? Danke. Ach, auf Stufe 4 ist die erst, okay. Eine weitere Aufgabe erfolgreich erledigt. Wir sind fast fertig. Wir bekommen noch immer Verbesserungsvorschläge für den Service in Sonnstein und Kernstadt. Wir wurden außerdem gebeten, eine Strecke einzurichten, die alle kleinen Dörfer mit Sonnstein verbindet, damit die Touristen die Umgebung leichter erforschen können. Juhu, die Mission haben wir jetzt schon mal erfolgreich abgeschlossen. Was muss ich jetzt machen? Sonnstein auf 5 und Kernstadt auf 5. Ja, und ich glaube, das ist doch ist das nicht die letzte Mission? Auf dem Land, Hauptmission auf dem Land. Ist das nicht die allerletzte Mission von der Karte? Könnt ihr ja auch gerne, wenn ihr es wisst, in die Kommentare schreiben. Kam hier nach noch eine Mission in Seaside Valley oder ist das jetzt die letzte? Ich meine, weil Kernstadt Sonnstein auf 5. Kann natürlich sein, dass danach noch kommt, alle auf 5 bringen. Ich weiß nicht, ob das hier ist wie in Angel Shores, ob man als letzte Mission alle Stadtteile auf 5 leveln musste oder nicht. Auf jeden Fall viel ist es nicht mehr. Also jetzt muss ich halt die Touren so stellen, dass wir hier weiter Sonnstein fahren und auch Kernstadt wieder mit bedienen. Also ich muss halt genau gucken, welche Routen ich wo fahre. Also, aber gut. Dann werdet ihr in den nächsten Videos zwar weiterhin, ich denke mal, ähnliche Routen sehen. Also ähnliche Routen sehen, aber dafür mal mit neuen Bussen. Wie gesagt, Iveco hatten wir ja bei mir noch nicht, außer die beiden Hauptbusse, den Urban Way in der kurzen Version und den Urban Way in der langen Version. Aber die anderen drei Busse jetzt, die ich mir jetzt heute in dieser Folge gekauft habe, die hatten wir ja noch nicht. Ich könnte ja nochmal nach außen gehen, dass ihr den schönen Bus nochmal von außen auch begutachten könnt. So macht man das ja in der Folge, wo man neue Busse sich holt. So, kurz anhalten. Wie war das jetzt? Über den Spiegel ging das doch, ne? Frontschutz senken, da über den Spiegel. So, genau. Bitten, Musik leiser zu machen. Halt, nicht Tempomat. Einfach wieder. Ja, genau. Nein, nicht aufstehen. Oh Mann, Leute. Ja, ich hätte einfach vom Spiegel wieder irgendwie weggemusst. Aber wie gesagt, so ganz mit den Tasten vertraut gemacht habe ich mich noch nicht wieder, weil ich habe ja nicht privat weitergespielt, sondern ich habe mich direkt in die nächste Aufnahme gestürzt, nachdem ich euch jetzt ja mehr oder weniger versprochen habe, dass es auch mit Bus-Simulator 21 weitergeht. Wie gesagt, ich finde ein bisschen schade, dass nur einer in die Kommentare geschrieben hat, ja, ich soll weitermachen und dann auch ruhig so, wie ich gesagt habe, dass wir nebenbei hier unsere Mission mitmachen. Aber der Aufrufzahl zur Folge kam das gut an. Also, auch wenn leider nur ein Kommentar in der letzten Folge drin war, aber laut den Aufrufen fandet ihr es gut, dass ich gesagt habe, ich mache weiter mit Bus Simulator 21. Ich sag zwar immer, mir geht's nicht so
um die Aufrufe, weil mir muss das Projekt Spaß machen. Und ich mache das, was mir Spaß macht, aber ich freue mich natürlich umso mehr, wenn ich sehe, dass es bei euch gut ankommt, weil dann lohnt sich das auch, diese Projekte wieder neu anzufangen, diese Projekte weiterzuspielen und so weiter. Dann macht das halt auch dementsprechend wieder mehr Spaß. Ja, lass mich doch hin in den Fahrkartenautomat. Warum will er... Jetzt, sogar sagen. Kategorie normale Karte, easy, einfache, dreimal. So, bitteschön. Noch eine Fahrkarte, normal, einfach, eins, easy. So, noch mehr eine Fahrkarte. Nein, der Rest ist okay. So. Dann gehen wir jetzt trotzdem dahin. Boy, ey. Ich habe da irgendwas aktiviert, bevor ich das Video gestartet habe, dass der mir jetzt jedes Mal sagt, wie die Haltestelle heißt. Das gefällt mir auch nicht so, aber egal. Kriege ich schon hin. So, jetzt können wir die auch auf 4 schon mal leveln. Sehr gut. Und viel bis 5 fehlt da nicht. Also, ich denke mal, ich muss die Route 23 und die Route 24 einfach dementsprechend noch ein oder zweimal fahren. Schätze ich jetzt einfach mal. Ich muss halt nochmal gucken, welche Routen groß durch Kehrstadt führen. Eventuell auch nochmal beim Airport gucken, dass ich noch eine Route über den Airport habe, weil ich glaube, der Airport ist auch noch nicht auf 5, da muss ich halt gucken. Ach, am Ende deiner Route aufzuwecken. Ja, okay, wenn ich am Ende durch bin, dann muss ich ihn aufwecken. Ja, das finde ich zum Beispiel geil beim Bus-Simulator Citywide für Nintendo Switch auf Handy und so weiter. Ich habe ja den Bus-Simulator Citywide für die Nintendo Switch auch da. Da drückst du jetzt einfach die Hupe, wenn die Fahrgäste in Citywide eingeschlafen sind. Mit der Hupe wachen die auf. Ja, und das passiert hier nämlich leider nicht. Also das könnten sie auch hier in der Konsolenversion einbauen. Dass wenn man so, wenn man jetzt so hupt, dass dann der Fahrgast aufwacht. Ist ja viel besser, als dass man aufstehen muss, um hinzugehen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Aber doch, Citywide für Nintendo Switch, dafür, dass es nur Handheld-Plattformer ist, doch ist schon ganz cool. So, hier darf ich vorbeifahren, ne? Das ist, dies ist nicht anmarkiert. Okay, sehr gut. Also hier vom Cockpit, muss ich sagen, gefällt mir der Iveco eigentlich ganz gut. Ich finde die Scheibe halt ein bisschen sehr groß, die Front, die abgeschrägte Front, aber gut. Hat man wenigstens gute Übersicht, kann man sich auch nicht beschweren. Trotzdem muss ich sagen, dieser, was habe ich gesagt, der Crossway, also den, den ich als erstes heute gekauft habe in der Folge, der gefällt mir am besten. Der hat noch was von einem klassischen Bus. Der Crossway, der ist noch ein bisschen eckiger und kantiger. Hier dieser hier. Dieser Crealis oder wie der jetzt hieß. Und auch der E-Way, ich finde die beiden, die... Ja, die sehen schon zu modern aus. Andererseits, wir leben in der modernen Zeit und wir müssen uns dran gewöhnen. Übrigens, ich meine, die LKWs hier mit dem Holz, das habe ich in der letzten... Der will hier rüber, oder? Oder die? Ja. Das habe ich in der letzten Folge vergessen zu erwähnen. Ich meine, die LKWs mit dem Holz hinten drauf, die sind übrigens neu, ne? Das sind neue KI-Fahrzeugtypen. Ups. Da ploppt einfach mal der Kollege mitten auf die Straße. Da hinten ploppt noch einer auf die Straße. Okay, das ist nicht ganz so schön. Halt, ich muss hier rum. Das wäre ich fast gerade ausgefahren, außersehen. Aber ich muss ja hier rum. Ja. Aktuell haben wir eine halbe Minute Verspätung, aber was soll der Geiz? Wie gesagt, ob ich jetzt zu früh, zu spät bin, da achte ich jetzt nicht drauf, ganz ehrlich. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, ich hoffe, ihr könnt damit leben. Oh, die dauert was länger, bis die dann auf 5 ist, okay. Müllergasse.
Eigentlich wollte ich ja auch schon seit gestern bzw. vorgestern wieder Videos aufgenommen haben, weil ich das ja mehr oder weniger versprochen hatte. Aber da gibt es eine ganz plausible Erklärung dafür. Der eine oder andere wird jetzt wieder sagen, ja, Maulwurf, du hast in letzter Zeit ganz schön viele Ausreden, aber glaubt es oder glaubt es nicht, da die letzten Tage Unwetterwarnungsstufe rot war, also rotes Gebiet, also hohe Unwetter. Warnstufe, da habe ich gesagt, nee, dafür mache ich mir meine PlayStation 5 nicht kaputt. Oder nimm das Risiko auf, dann aufzunehmen und dann bricht mir andauernd die Aufnahme ab, weil das Internet dann bei Unwetter spinnt oder mir zerhaut das Unwetter wirklich die PlayStation oder so. Also ganz ehrlich, da habe ich dann lieber gesagt, nach dem Community-Post, den ich ja auf YouTube gemacht habe, ist ja nicht so, dass ich euch keinen Community-Post gegeben habe. Ich habe euch ja auf YouTube drüber informiert. Aber ich bin auch nach der Information, die ich euch auf YouTube gegeben habe, wenn du danach gehst, trotzdem heute mit dem Video hier wieder einen Tag zu spät dran. Also ich wollte spätestens seit gestern eigentlich Videos machen, aber wenn die Unwetterwarnung Stufe Rot, also wirklich dunkelroter Stufe, anhält, da dachte ich mir auch, ja, sorry Leute, dann kommt das Video halt einen Tag später. Ich werde heute auch noch ein, zwei weitere Videos aufnehmen, damit ich dann für morgen Samstag und auch für Sonntag auf jeden Fall schon mal jeweils ein, zwei habe. Also werde ich heute noch ein paar Videos weiter aufnehmen, dass das Wochenende jetzt definitiv gesichert ist. Weil ihr dürft ja auch nicht vergessen, morgen kann ich wiederum nicht aufnehmen. Morgen auf den Samstag, da kann ich nicht aufnehmen oder wenig aufnehmen. Weil ab 15, 16 Uhr normalerweise, wenn keiner sagt, lass mal was später anfangen, es könnte auch sein, dass ich noch Roman nachher schreibe und dann zu Roman sage, ey, sorry, es sind wieder über 30 Grad angesagt. Ist es schlimm, wenn wir erst um 17, 18 Uhr anfangen, so wie wir letztes Wochenende auch angefangen haben, weil bei der Hitze habe ich ehrlich gesagt meistens noch keine Lust, um 3, 4 Uhr anzufangen. Da reicht mir auch, wenn wir 17, 18 Uhr anfangen oder gar 19, 20 Uhr anfangen. Dann werden die Streams halt teilweise ein bisschen kürzer, aber bei der Hitze kann ich immer nur sagen, ich bitte da um Verständnis. So, darf ich da überhaupt hin? Nee, ich muss zu 6. Ich muss hier weiterfahren. Siehst du, da habe ich auch mal das Problem, dass ich manchmal an den Haltestellen anhalten will, obwohl ich da gar nicht anhalten soll. Erst als 11. Das war die dritte und dann die 11. wieder. Ja, da muss ich mich auch wieder ein bisschen drauf achten. Wie gesagt, lang, lang ist her, dass wir das Spiel gespielt haben. Gut, jetzt von der letzten Folge zu dieser nicht so lange, aber insgesamt ist es lang, lang ist her. Ich muss mich da doch echt wieder dran gewöhnen. So, die nächste, ja, die nächste. Da man sieht doch, ob das Navi weitergeht oder nicht, Maulwurf. Jetzt geht das Navi nämlich noch nicht weiter. Daran erkennt man, dass ich es hier wieder halten soll. Ja, man muss da nämlich echt drauf aufpassen. 6 und dann die 8 schon wieder. Also ist die nächste Haltestelle dann die Wendeschleife. Ja, alles gut. So, hier steht aber noch nichts von Ausbauen. Ja, bestimmt, weil ich die von der anderen Seite schon ausgebaut habe. Ach, keine Ahnung. Türen zu, weiter geht's. Was will denn jetzt? Ach so. Ich wollte sagen, ich hab doch automatisches Senken aktiviert. Der muss es doch eigentlich automatisch senken. So, hier bei den Kurven ein bisschen aufpassen mit dem langen Bus, weil die sind halt gefährlich, diese Kurven. Aber wobei du bei den Kurven auch ab und zu mit einem normalen Bus hängen bleibst, wenn der Verkehr nicht auf dich achtet. Aber gut, da ist Fernbus-Simulator schlimmer. Der Verkehr, der fährt einfach durch. Hier im Bus-Simulator 21 tut die KI ja wenigstens noch bremsen und
Ich will nicht sagen zu 100%, aber sagen wir mal so, zu 85 bis 90% nimmt die KI ja hier in dem Spiel wenigstens Rücksicht auf dich. Ja, das ist gerade ein bisschen strange, dass einfach die KI-Busse oder allgemein die KI einfach mal mitten auf die Straße ploppt. Also warum sie das tut neuerdings, weiß ich nicht. Das war vor Next Stop Update definitiv nicht der Fall, warum das jetzt so ist. Aber egal, solange ich das Spiel ohne CE-Fehler spielen kann, kann ich damit leben, dass die KI einfach mal auf die Straße geploppt wird. Solange wie sie mir nicht genau vor meine Nase geploppt wird, dass ich reinfahre, ist alles gut. Und selbst wenn, dann haben wir halt einen Unfall gebaut, ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, kann ich mit leben, also. Sag mal, wer hier akkurates Busfahren sehen will, der ist bei mir ja eh fehl am Platz. Das sage ich euch ja immer. Ich will Spaß mit den Simulationen haben und dementsprechend spiele ich auch. Wow! Da hätten wir jetzt fast die 20.000er Strafe bekommen, Alter. Da war einer sehr suizidgefährdet. Andererseits ist der Maurer wohl einfach um die Ecke gefahren, also tote Winkel und so. Oh nein, jetzt ein Rollstuhlfahrer, wie ging das nochmal? Na, ich schau gleich. Erstmal Fahrkarten verkaufen. Ah, so. Einfach so und jetzt kann ich die Rampe holen, ne? Das war doch hier nämlich ganz einfach, einfach nur die Rampe drücken. Okay, das ist der Vorteil im Bus-Simulator. Das war hier ganz einfach, aber gut. Das war Tramsim, wo es ein bisschen tricky ist, aber das war hier relativ einfach. So, jetzt einfach wieder wegdrücken. Ich muss nur aufpassen, wann die wieder raus wollen, die Leute dann. So. So, Tür zu. Oder Klappe zu, Affe tot. Und weiter geht's. Wie gesagt, wenn ich hier und da noch ein bisschen verpeilt bin, dann tut's mir leid. Und ich hoffe, ihr könnt mir erneut verzeihen, dass ich eine Verspätung habe. Ja, und jetzt soll ich hier drehen. Genau, das ist doch. Jetzt soll ich mich genau in die andere Richtung fahren. Das ist nämlich das. Ich mir denke, warum Spiel? Ich musste jetzt die Haltestelle nehmen und jetzt soll ich drehen. Aber ich kann ja hier nicht einfach drehen. Also, da ist doch irgendwas wieder schiefgelaufen mit Haltestelle 7 und 8 jetzt. Also, verstehe ich jetzt wieder nicht. Aber egal. Irgendwas ist hier wieder voll schiefgelaufen mit dem Navi. Oder das Navi hat zurzeit einen Hänger drin. Aber gut. Soll jetzt hier einfach wieder drehen, genau, an der Haltestelle war ich. Und jetzt muss ich wieder bis wohin? Da runter, ja, dann mache ich das einfach anders. Dann tue ich jetzt einfach links fahren. Ja, das ist doch die. Das ist. Warum sagt das Navi, ich soll hier drehen? Warum sagt das Navi nicht einfach, fahr die nächste links? Ja. Das wollte ich nämlich jetzt wissen. Jetzt fahre ich einfach hier rum, komm. Sorry Leute, dass ich da jetzt so verwirrt auf die Karte geguckt habe. Ah! Ey, ich lenk voll ein. Passt nicht, ne? Verdammt. Wo hänge ich jetzt wieder fest? Ich will es gar nicht wissen. Komm, wir fahren aber weiter. Kleines Stück rückwärts gefahren, ich will es gar nicht wissen. Das muss ich dann zur nächsten Folge hin vielleicht auch nochmal checken. Ob die Lenkung seit dem Next Stop Update irgendwie, ob die sich verstellt hat auf realistisch oder so. Weil eigentlich habe ich vereinfachte Lenkung drin.
Weil die realistische Lenkung, die würde ich eher Leuten empfehlen, die dieses Spiel mit Lenkrad spielen. Wenn du mit Controller spielst, oder, dann sollte man eher die vereinfachte haben. Ich bin zwar eigentlich der Meinung, dass die vereinfachte eingestellt ist, aber ich sag mal so, man kann es ja nochmal überprüfen. So, jetzt muss ich hier weiterfahren. Das war die 1er Haltestelle nämlich. Genau, da haben wir gestartet. Dann drehen, also keine Ahnung, was ich mir damals bei der Routenerstellung gedacht habe. Also, so ganz logisch erschleicht mir das nicht, was ich hier gemacht habe. Aber egal, ich werde da jetzt nicht mehr dran rumpuzzeln. Ich werde das jetzt einfach so lassen, wie es ist. Im Gegenteil, vielleicht erstelle ich noch eine neue, weil vielleicht, wenn da jetzt steht Kehrstadt auf 5 und Sonnenstein auf 5, vielleicht mache ich dann nochmal eine lange Route, wo ich wirklich alle Haltestellen von Kehrstadt und Sonnenstein nochmal separat verbinde und werde dann dementsprechend vielleicht nochmal eine separate Route fahren. Umso schneller sind wir fertig und dann haben wir auch nochmal ein bisschen Abwechslung. Ich muss ja immer gucken, wie ich das mache, weil so eine Route erstellen, das kostet dann auch mal viel Zeit. Und wenn ich dann schon gefühlt das halbe Video mit der Routenerstellung brauche, nee, so lange dauert es nicht, aber eine Stunde ist schnell rum. Ein bisschen fahren wollen wir ja dann auch im Video. Ein bisschen was zeigen will ich dann auch. Also so ganz zufrieden jetzt Bus Simulator 21 in Videoform zu bringen mit immer eine Stunde Video-Content bin ich noch nicht. Sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Also so ganz zufrieden bin ich damit nicht. Aber dann sagen auch so Leute, jetzt war ich jetzt zu schnell oder keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Irgendwas war da jetzt Abzug. Dann sagen aber auch so Leute wie Tobi zum Beispiel, ja, besser Video wie gar nicht zeigen. Ja, und dann, ich versuche ja immer auf euch alle Rücksicht zu nehmen. Deswegen sage ich ja leider, dass immer nur einer das schreibt. Manchmal würde ich mir von euch als Community auch wünschen, dass mehrere dann reinschreiben. Ja, Maulwurf, das ist okay, dass du das jetzt in Videoform bringst, weil wir kennen dein Problem, so nach dem Motto. Ja, mich ärgert das mit der Bambusleitung tierisch, aber hatte ja auch mal so eine Phase, da hätte ich das YouTube-Sein fast an den Nagel gehangen. Also nicht nur im April als April-Scherz, sondern ich wollte ja schon mal wirklich fast das Stream bzw. das Videos machen an den Nagel hängen, weil ich da schon mal zwischenzeitlich echt keinen Nerv mehr drauf hatte, weil mich das alles genervt hat. Aber dank dem Support von dem einen oder anderen von euch, dadurch, dass ihr mir die letzten Jahre auch so mich die letzten Jahre wirklich so viel unterstützt habt, und das kann man einfach nicht oft genug sagen, dadurch habe ich mich halt entschlossen, auch die Projekte, die ich eigentlich als Stream gemacht habe, dass ich die halt weiterführen möchte, halt als Videoformat. Nur im Videoformat muss man halt, wie sagt man immer so schön, ein bisschen umdenken, das ein bisschen anders machen. Ich habe auch schon überlegt, das so zu machen wie unser Roman, also der Punisher uns gesagt hat, also dass ich vielleicht dann auch einfach mal eine Tour privat fahre und jedes Mal, wenn hier steht, Haltestelle ausbauen, dass ich die ausbauen darf, dass ich das einfach nicht mache. Und wenn ich dann der Meinung bin, dass ich alle ausbauen kann, dass ich dann erst eine Videoform mache. Aber andererseits, das wäre nicht ich, weil ich gab auch mal Kommentare bei mir auf dem Kanal, da hieß es, Maulwurf, ich finde das geil, dass du uns alles zeigst, dass du nicht irgendwelchen Gameplay Fortschritt machst ohne uns, sondern dass du uns in deinem ganzen Fortschritt mitnimmst. Und genau dieses Lob, was ich damals bekommen habe, dass ich immer alles zeige, genau das möchte ich ganz gerne mitnehmen. Außerdem sieht dann auch der eine oder andere von euch, wie langwierig das ist, das Aufleveln und so weiter. Dass es doch teilweise auch dröge sein kann, immer und immer wieder dieselbe Tour zu fahren, um das aufzuleveln. Oder halt neue Tour erstellen, also auch hier nach der Folge werde ich wahrscheinlich wieder ein kleines bisschen auf euer Feedback warten. Und wenn nur einer in die Kommentare schreibt. Aber wenigstens von einem möchte ich Feedback haben. Weil auch da werde ich dann wieder überlegen, soll ich jetzt einfach nochmal versuchen, eine neue Route zu erstellen für die beiden Stufen? Soll ich so weiterfahren wie bisher? Auf jeden Fall zeige ich euch in den nächsten Folgen noch die anderen Routen. So, jetzt kommt noch die 12, genau, Sonnensteiner Hof, und dann sind wir eh wieder bei der 1. Ja, durch das Busse kaufen, was am Anfang der Folge ein bisschen Zeit gekostet, das passt.
Ich kriege auch gerade bei mir wieder die Warnmeldung, dass ich schon wieder bei 55 Minuten bin. Die Stunde von der Folge ist eh gleich um. Und Haltestelle 12 ist auch die letzte von dieser Tour. Also haben wir doch die Route 24 jetzt heute auch erfolgreich abgeschlossen. Ein paar Pannen gehabt unterwegs, aber das gehörte einfach dazu. Ja, und in der nächsten Folge geht es dann mit einem der anderen Iveco-Busse weiter, würde ich sagen. Muss da dann noch mal gucken, in welcher Folge ich das genau mache. Also in welcher Reihenfolge, also welchen Bus ich als nächstes nehme. Ob ich mir noch eine Tour vorher erstelle oder... Bitte alle aussteigen. Wenn ich eine Tour erstelle, dann werde ich sie voraussichtlich mit euch auf jeden Fall erstellen. So, auf jeden Fall Endstation. Fahre die Rampe aus. Ja, das ist okay. Seht ihr, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Wer hätte ich nicht nur einen am Ende der Tour wecken sollen? Schnell wecken, damit ich vielleicht keine Minuspunkte kriege. Da, volle 5 Sterne, ja, das ist okay. Mit unserer Weihnachtsinterieur. Was ich jetzt aber wirklich gemacht habe, was ich in der letzten Folge gesagt habe, ist, ich habe wirklich Dings hier ausgeschalten, ihr wisst schon. Ich habe, dass die Fahrgäste Wertsachen vergessen, das habe ich ausgeschalten. So, jetzt kann ich ihn übernehmen, die Tour ist abgeschlossen, nö. Ich überlege nur gerade, was ich damit mache. Leider tun die NPCs nicht unsere Routen weiterleveln, weil das wäre nämlich auch cool, wenn die NPCs unsere Routen weiterleveln. Auf jeden Fall den Bus, den werdet ihr bei mir so schnell nicht mehr sehen. Also begutachtet ihn nochmal schön. Ich denke, in der nächsten Folge werde ich dann den E-Way fahren, schätze ich mal, weil ich den auch nicht ganz so schön finde. Und mit dem Crossway werde ich mich da vielleicht ein bisschen länger beschäftigen. Ja, gut. Jetzt muss ich noch mal gucken, was könnte ich denn jetzt eigentlich machen? Verbessere Stufe Kehrstadt und Sonnenstein muss ich machen. Okay, bediene eine Route zwischen Sonnenstein, Kehrstadt, Westfield, Steineck, Oakville und Siegwalden innerhalb von 35 Minuten. Okay. Verbinde Sonnenstein, Kehrstedt, Westfield, Steineck, Oakville und Siegwalden mit mindestens einer ausgeglichenen Route. Erstelle eine Route mit mindestens 12 Haltestellen. Okay, da muss ich noch ein bisschen mehr machen. Ja gut, ich würde sagen, damit beschäftigen wir uns dann mal auf jeden Fall in der nächsten Folge. Dann kann es halt sein, dass ich die halbe Folge wirklich mit Verbinden mache und dann einfach mal Just for Fun eine komplett andere Route fahre und den Bus auf einer anderen Route vorstelle und die Folge dann beende und so weiter. Ach, wie gesagt, wie ich das genau mache, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall mindestens 40% deiner Busse sind Elektrikbusse, das haben wir schon mal, das ist schon mal sehr gut. Ja, wie gesagt, wenn euch diese Folge bis hierhin wieder gefallen hat, dann gerne liken und kommentieren, denn ihr wisst das ja, Support ist kein Mord. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, auch sehr, sehr gerne abonnieren, weil das würde mir viel bedeuten und das bringt mich und den Kanal auch sehr weiter. Ich schaue jetzt schon mal ungefähr, wo diese Haltestellen sind. Sonnenstein, Kehrstadt, Westfield, Steineck, Oakville und Siegwalden. Keine Sorge, ich habe das Spiel einfach nur zu lange nicht mehr gespielt, um das noch im Kopf zu wissen. Keine Sorge, ihr verpasst nichts. Ich werde es natürlich im Videoformat verbinden und mit euch zusammen machen. Und dann sehen wir uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Folge wieder. Peace. Over and out, euer Maulwurf. Ciao, ciao.